In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr diese leckere Löffel-Biskuit-Torte zubereiten könnt. Das Tolle daran, sie ist schnell gemacht und muss nicht gebacken werden. Willkommen bei der Lifehackerin. Entschuldigt bitte heute meine Stimme. Ich bin erkältet und die Stimme hat sich etwas verabschiedet, aber es ist definitiv halb so schlimm, wie es klingt. Sorry dafür. Im heutigen Video zeigen wir euch eine einfache No-Bake-Torte. Das Rezept habe ich von meiner Verwandtschaft in Tschechien. An dieser Stelle Mili Pozdrav do Čech. Wir haben das Rezept ein bisschen adaptiert auf Schweizer Zutaten oder Zutaten, die es im deutschsprachigen Raum zu kaufen gibt, und das Rezept so einfach wie möglich gestaltet. Das Ganze ist eine Art Grundrezept, das ihr auch nach Belieben noch verändern könnt. Mehr dazu dann am Ende des Videos. Jetzt aber zuerst zu unseren Zutaten. Wir brauchen Löffelbiskuit, Vanillezucker, saure Sahne oder Schmand und Fruchtcocktail. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sie sind berechnet für eine Springform von 24 cm Durchmesser. Ihr könnt die Mengen aber problemlos anpassen, falls ihr das Ganze in einer kleineren oder größeren Form zubereitet. Die saure Sahne oder den sauren Halbram, wie wir in der Schweiz sagen, gebt ihr in eine Schüssel. Ihr könnt auch Schmand, Creme fraiche oder ähnliches verwenden. Das Ganze süßen wir mit Vanillezucker und vermischen es gut. Die Dosenfrüchte durch ein Sieb abtropfen, den Saft aber aufheben, denn diesen brauchen wir später auch noch. Nun beginnen wir bereits mit Schichten. Die Löffelbiskuits können wir entweder kurz in den Saft tunken und dann in die Form geben. Oder wir geben sie trocken in die Form und bestreichen oder beträufeln sie anschließend mit dem Saft. Was nicht passt, wird übrigens passend gemacht. Also die Löffelbiskuits ruhig auch zerteilen, so dass der ganze Boden schön bedeckt ist. Das ist übrigens in Tschechien definitiv einfach, denn da gibt es Löffelbiskuit-ähnliche Kekse, sogenannte Piškoty. Die sind rund und da hat man natürlich kein Problem, die runde Form damit auszukleiden. Als zweite Schicht kommt nun etwa ein Drittel der Sahnecreme drauf. Anschließend geben wir die Hälfte der Früchte darauf. So fahren wir weiter, also nochmals eine Schicht Löffelbiskuit, nochmals eine Schicht Sahnecreme und nochmals Früchte. Noch eine dritte Schicht Löffelbiskuits und zu oberst die letzte Schicht der Sahnecreme. Damit wäre die Torte bereits zubereitet. Alles, was sie jetzt noch braucht, ist Kühlung. Ideal sind 12 Stunden, also am besten einfach über Nacht in den Kühlschrank stellen. Kurz vor dem Servieren die Torte aus dem Kühlschrank nehmen und den Ring entfernen. Mit einem Messer in Stücke schneiden und schon ist sie genussbereit. Wie am Anfang bereits gesagt, könnt ihr das Rezept beliebig variieren. Ihr könnt zum Beispiel den Fruchtcocktail durch beliebige Früchte ersetzen, und zwar sowohl aus der Dose als natürlich auch frische
oder zum Beispiel auch Beeren. Aktuell wäre ja gerade Erdbeersaison. Erdbeeren würden auch hervorragend zu diesem Rezept passen. Und auch die Masse könnt ihr anders machen. Wenn ihr sie mastiger haben möchtet, könnt ihr zum Beispiel Mascarpone verwenden. Und wenn ihr mehr so auf der leichten Seite seid, könnt ihr die Sahnecreme durch Speisequark ersetzen. Falls ihr Magerquark verwendet, dann würde euch das Ganze einfach beim Anrichten noch ein bisschen stärker zerfließen. Ihr könnt die Masse auch vom Geschmack noch anpassen. Ihr könnt zum Beispiel Schokoladenpulver hinzugeben oder die abgeriebene Schale von Zitronen. Ja, und auch optisch könnt ihr das Ganze noch ein bisschen verändern. Zum Beispiel könntet ihr Kokosraspeln außen auf die Form geben oder oben das Ganze noch mit nochmals ein paar Früchten oder Beeren dekorieren oder Schokoladen- oder Kakaopulver darüber sieben, zum Beispiel auch gehackte Nüsse. Also ihr seht, da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Passt es so an, wie es euch am besten passt. Jetzt aber genug gequatscht, höchste Zeit, das Ganze zu testen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren. Danke für euren Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Hack wieder, dann hoffentlich mit besserer Stimme. Bis dann, tschüss. Lecker. Oh, perfekt. Schön cremig, fruchtig. Mm.